hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Bushwhacker S2. Jawohl, es gibt das erste Bushwhacker Gameplay hier bei mir live. Ja, nicht live, aber halt, ne, ihr könnt mir direkt mal über die Schulter gucken. Allererste Runde, ich spaß mir diesmal auch tatsächlich hier bei den im Skilltree die Basics freizuschalten für das Hitzegelöt, die Hitzeeffizienz. Einfach weil das Ganze ja eh noch überarbeitet wird. Und ich wollte mal gucken, wie ich mich mit sowas schlage, wenn ich das noch nicht freigeschaltet habe. Es ist quasi der plane, nackige Mac, noch nichts geskillt. Oh yeah. Und das ist der Bild, den ich aus der Mac-Vorstellung hatte, aber leicht verändert. Denn, also ich hatte das in der Mac-Vorstellung leider vergessen zu erwähnen. Ich wollte die Macs erstmal so günstig wie möglich umbauen. Was da heißt, ich habe darauf verzichtet, hier die... Moment, Ferrofibrous-Panzerung durch Endosteel zu ersetzen, was ja insgesamt etwas mehr Tonnage für das jeweilige Upgrade gibt. Tja, ne, da hinten auf den Forster brauche ich nicht glotzen. Hier um die Ecke ist irgendwo was, ne? Senak hier alleine. Oh, knapp verfehlt, aber da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was mitarbeiten. Hallo und Boots. Shit, da droppt er natürlich dann genau nach unten, ne? Trotzdem mal hinterher rennen, vielleicht kann ich da zumindest noch ein bisschen mehr Damage machen. Jeeha! Oh nein, ein Müh zu spät. So, auf jeden Fall habe ich hier dann jetzt Ferrofibrous Armor durch Endosteel ersetzt. Yo! Und entsprechend 1,5 Tonnen mehr frei gehabt, wodurch ich die 20er Pumpgun durch... Ach, die 10er Pumpgun, die 20er Pumpgun, das wäre schön. Die Pumpgun durch eine normale AC-10 ersetzt habe. Oh yeah, so lassen sich dann ein paar von den Builds, die ich vorgestellt habe, natürlich nochmal etwas mehr optimieren. Na fast, aber der Arm, der hängt ganz gut, muss ich sagen. Jo, der hat gesessen. Also es ist interessant auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze noch so weiterentwickeln wird mit dem Teil. So, die ersten kleinen Schritte damit, das ist jetzt ja noch nicht so viel passiert, aber die ersten kleinen Schritte damit gefallen mir schon mal ganz gut. Mal schauen, wie es ist, wenn ich jetzt richtig in einem Gefecht lande. Weil dann sieht man ja erst, ob sich das Profil tatsächlich auszahlt, dass man hier wohl mit einer XL-Engine arbeiten könnte. Komm, auf dem Adam-Jack, eben das Bein weg. Yo! Da hat jemand anders den Center-Torso mitgenommen. Naja. So, beim Hotfix 2C den Arm, aber der, glaube ich, den Arm auch abgepanzert. Hier vorne ein Summer oder ein LM-Summer mit Nark dabei. Also das ist auf jeden Fall Respekt an den Player. Der bringt sich seine eigenen Ziele richtig ran. Ja, das sieht aber hier auf jeden Fall weiterhin ein schöner Push. Also ich werde jetzt hier, glaube ich, nicht überperformen, aber der Bild zeigt sich auf jeden Fall als brauchbar. Au! Shit. UAV droppen, schauen wir mal. Das ist nicht die Position, wo ich unbedingt abhängen will. Rechter Arm, das ist natürlich auch noch ausgerechnet der Arm, wo die RC-10 drin hockt. Ich muss aber, nützt nichts, ich muss weg. Wow! Okay, also die Seitentorse, die arbeiten auf jeden Fall ganz gut. Der Arm hat tatsächlich weitaus mehr Schaden gefressen, als es mein Seitentorse getan hat. Ich kann mich hier aber nicht zu weit rauswagen, erstmal. Das ist schon ein bisschen bescheiden, aber wir wissen, wo der Feind ist. Und. Also bisher bin ich zufrieden tatsächlich. Der hat in der Tat ein recht niedriges Profil, der Mac. Man gibt nicht zu viel von sich preis, wenn man mal um die Ecke schaut oder so oder irgendwo lang heizen möchte. Oh, der Atlas, ne? Der hat sich natürlich jetzt gut aufgestellt. Er weiß, dass er Prime ist mit einem so offenen Center. Oh, der Direwolf geht jetzt mal gucken. Und Barz! Wow. Er hat mich als Prime. Ne, doch. Upsi. Der Arm ist weg. AC-10 flöten gegangen. Okay, ich muss ein bisschen weiter mitpushen, ansonsten kriege ich hier gar nichts mehr zustande, glaube ich. Ich habe noch meine beiden Medium Laser. Tja, jetzt gerade nicht so die beste Situation für mich. Aber wobei, es geht. Ich habe jetzt nicht so viel Damage gekriegt, wie ich erwartet hätte. Oh, zurück. Nehmen wir den Seitentorso und Focus. Yes, Kill mitgenommen. So, hier vorne. Au, da kommt mir gerade zu viel rein. Aber der kleine Hund hier, der hält tatsächlich noch mehr aus, als ich erwartet hätte. Match vorbei. Ich habe eigentlich gut Feuer abgekriegt, aber das Ding hat tatsächlich schön was weggesteckt, muss ich sagen.
Der Bild, prinzipiell geht das. Man kann schön vorne mit der Masse mitschwimmen. Die Arme wirken hier tatsächlich etwas zerbrechlich im Vergleich zum restlichen Mech. Es kann aber auch sein, dass ich hier einfach wirklich einen harten Alpha-Strike auf den rechten Arm abgekriegt habe. Der rechte Arm, das, was ich bei der Asymmetrie dann so geil finde und so gelobt habe. Die Stats sprechen übrigens schon für den Mech. Ungelevelt, das erste Match damit, ne? Kann man schon machen. Auf jeden Fall, das, was ich so geil finde, macht halt diesen Mech an der Seite auch ein bisschen verwundbarer. Der rechte Arm ist nämlich, das sehen wir hier jetzt auch nochmal, ein bisschen klobiger insgesamt. Wegen der ganzen verwinkelten Bauteile, die da so verwendet wurden, anstatt einfach den linken Arm zu spiegeln, entsprechend anzubauen oder so, sehen wir dann hier diesen Aufbau, dass die Schulter oder der Oberarm, sag ich mal, ein dicker Klotz ist, wo dann der Rest vom Arm dranhängt. Warum dauert das so lange mit dem Loading? Das war doch auch schon mal cool, PGI. So. Immer noch Loading. Wir sehen doch hier alles. So, also. Der linke Arm ist zwar auch recht groß im Profil, aber wenn man sich das so von der Seite anguckt und so, kassiert er nicht so viel. Der rechte Arm ist halt die fette Hand mit der fetten Wumme schon drunter. Und hier sehen wir dann auch dieses Oberarm-Schultergelenk, was auch immer, wo der Rest vom Arm dann dran hängt. Das haben wir auf dieser Seite halt nicht. Der rechte Arm fällt schon fetter aus als der linke. Und wenn man da dann einen dicken Arbeitsvertrag reinkriegt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist tatsächlich, dann geht das schnell flöten. Also das ist jetzt so die erste Erfahrung, die man hier einfach mal sammeln konnte. Im Grunde gefällt mir das Bild aber. Man kann für sich selber natürlich auch etwas mehr Offensivpotenzial schaffen, wenn man, ach nicht Select Mech, wenn man auf die Streaks verzichtet und dafür dann halt auf konventionelle Shortrange Missiles geht, dann kann man da natürlich nochmal ein bisschen mehr was anderes machen. Man könnte hier tatsächlich auch ein Long-Range-Bild machen mit 4 LRM-5ern, müsste da aber noch mal ein bisschen schieben, dass man entsprechend Munition reinbekommt. Gegebenenfalls die Engine so weit runterdrehen, dass man ungefähr 70 läuft. Dann kann man mit 4 LRM-5ern und der AC-10 eigentlich auch noch schön arbeiten. Aber so gefällt mir das persönlich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe meinen Spaß mit der Kiste jetzt gehabt. Mal schauen, wie sich die anderen Builds so schlagen. In dem Sinne, ah ne, Quatsch, ich zeige erst noch eben, hier habe ich es ja schon gemacht, das Ferro-Upgrade ausgetauscht gegen Endo. Hier nehmen wir jetzt den X1, den X1. Oh ne, lieber den X2. Da hätte ich nämlich gerne ja noch, ihr wisst es vielleicht, Backup-Bewaffnung. Hier muss jetzt erstmal eben die Engine raus, damit wir den Platz haben. Und wir hatten vorher die 55 Tonnen voll. Wechseln auf Standard-Panzerung. Aber bei der Struktur auf Endo-Steel Engine wieder rein. 275er und bam, haben wir 53,6 Tonnen frei. Wir nehmen beim linken Arm die 2 Tonnen wieder raus, die wir vorhin mal reingesteckt oder letztens irgendwann mal reingesteckt haben. Und dann bist du somit nochmal 1,5 Tonnen frei. Das können wir entweder verwenden für mehr Munition, dickere Raketenwerfer oder in meinem Fall das, was ich persönlich immer wirklich sehr bevorzuge, Backup-Bewaffnung. Davon schwärme ich ja immer. Prinzipiell würden in diesem Fall dann tatsächlich die SRM-4er reichen mit 2 Tonnen Munition. Wenn wir die Backup-Bewaffnung einbauen, so wie ich sie mir sie vorstelle, haben wir allerdings das Problem, dass es ein bisschen warm werden könnte. Zwei Medium-Laser mit den drei SM-4ern ist eine Hitzeeffizienz von 1,3 in der Hitze des Gefechts. Könnte es aber tatsächlich warm werden. Jetzt kann man wahlweise halt einen Medium-Laser rausnehmen und durch die beiden Medium-Laser rausnehmen und durch zwei Small-Laser ersetzen, wodurch man wieder eine Tonne frei hätte. Und wodurch man dann auch die Möglichkeit hat, halt entweder nochmal mehr Raketenmunition mitzubringen, nehmen, weil man denkt, 1,3 Tonnen, das reicht mir locker. Oder man nimmt halt 1,3 Hitzewitz jetzt mal. Oder man nimmt halt ein weiteres Double-Hitze mit. Ich fahre den Mech jetzt mal so, ich speichere das ab. Das kostet 687.550, war das jetzt, glaube ich, insgesamt. Kann man machen, ist jetzt nicht so viel. Das sind 4 bis 5 Matches, sage ich mal, wenn man die Upgrades noch austauschen will. Wenn man aus dem Mech halt das Maximum rausholen möchte. Von der Tonnage her einfach, weil Endo-Steel ist nun mal das effektivere Upgrade im Verhältnis zu Ferrofibrous Armor, weil wir sehen, es kostet 14 Slots und bringt 1,5 Tonnen. Eins kommt, ne Quatsch. Ach, ist auch egal. Hier, bla bla. Ich habe mir gerade selbst einen Knoten in den Kopf gemacht. Ist aber auch schon spät, mitten in der Nacht. Na, Leute, haut rein, traumhaften Tag noch. Tschüss, bis bald.